Feiere deine Erfolge sofort und regelmäßig. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Viele Menschen vergessen leider ihre Erfolge zu feiern. Dabei sind Erfolge und Feiern eine ganz, ganz wichtige sogenannte Celebration. Innehalten, sich erfreuen, Party machen, wie es so schön heißt, und dadurch neue Energie gewinnen. Denn auf dem Weg zum Erfolg ist es nicht immer nur lustig, manchmal ist es sogar recht heftig. Wir bekommen oft sehr, sehr viel Gegenwind und aus dem Grund ist es von ganz großer Bedeutung, dass wir dann innehalten, wenn wir einen Sieg errungen haben, wenn wir Erfolg haben, und sei es auch nur kleine Erfolge, weil das gibt dir neuen Spirit. Du hältst inne, du feierst. Feiere bitte auch mit anderen Menschen zusammen und sei dir einfach bewusst, dass du wieder was Großes geleistet hast. Das siehst du auch bei den Sportlern, wie die dann auch richtig feiern können. So, jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, ja, für was soll ich feiern? Ich habe ja nichts Großartiges bewegt. Das ist egal, auch kleine Dinge sollst du feiern. Halt es inne, führe dein Erfolgsbuch, weil dadurch, dass wir so viel Gegenwind bekommen, tun wir uns da manchmal einfach sehr, sehr, sehr schwer. Und die Chance, dass wir irgendwann einfach aufgeben, weil wir keine Kraft mehr haben oder wenn wir die Sinnlosigkeit darin sehen, ist doch relativ groß. Und das ist einfach unendlich schade. Das wünsche ich mir sehr. Auch ich muss selber immer wieder aufpassen, dass ich sage, hey, jetzt habe ich was Großartiges geleistet und jetzt feiere ich mit Freunden, mit den Mitarbeitern und so weiter. Mach dir bitte einen Plan, schreib jetzt auf, was hast du alles gefeiert, was hast du für Siege errungen, und dann hast du viele, viele großartige Highlights in deinem Leben, und das ist einfach ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, alles Liebe, tschüss, bye bye, dein euer Ernst Kramerin.